Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Revolutz und Hegeli. Und Revolutz hat wieder einmal gebastelt. Ich habe mich mal wieder an den DT800 gemacht, also mit dem V200 Fahrgestellen und den Karossen vom Hans-Peter Schlatterer. Und eine schöne Farbe rausgesucht, Silber und Blau, und das zeigen wir euch jetzt. Revolutz hat auch den Ausgangspunkt seines Schaffens mitgebracht, den ST800, eingepackt in sehr viel Zeitungspapier. Die sind ja verkürzt, da muss ich das Fahrgestell ja verkürzen. Es war schon immer der Wunsch von Revolutz, den DT800 zu bauen, aber dann kam es anders. Und dann ist der ST800 raus geworden, ja, weil ich noch Teile dazu bekommen habe. Man sieht ja, dass diese Originalfahrwerke von V200 immer verwendet wurden, hier verkürzt. Aber das hat mir nicht genügt, weil das Original vom Märklin ist ja anders. Und ich wollte das ungefähr nachmachen, also nur mit drei Drehgestellen. Da braucht man aber das in der Mitte. Und wo bringt man den Motor unter? Und dann bin ich einfach hergegangen. Habe es genauso gemacht wie hier, ein Teil mit Motor, ein Teil ohne Motor. Habe aber in der Mitte die Fahrgestelle so modifiziert, dass eins nur noch in der Mitte ist, mittels kleinen Märklin-Baukasten, Metallbaukastenteilchen hingebogen, dass eine Schraubverbindung durchgeht, das ist gleichzeitig das Stromabnehmer unten dran. Und das Ding ist hier fest verbunden und oben kommt wieder der übliche Übergang drauf, Beleuchtung und alles. Und dann setzt man eben die zwei Karossen drauf. Ist ein bisschen schwierig immer, weil die leicht verzogen sind, vorne und hinten. Und mir war das wichtig, dass ich das ungefähr so hinkriege, wie es Märklin gemacht hat. Mit sechs Achsen hat es ja Märklin gemacht. So. Die Drehgestelle unten, die habe ich dann auch gestrichen, dass es ein bisschen anständig aussieht. Ich habe überlegt, ob man nicht so eine silberne, ovale Platte drüber machen könnte, weißt du so, dass es völlig verkleidet sind. Ja? Habe ich auch schon mal überlegt, aber dann wird es immer schwieriger und läuft dann vielleicht nicht und so. Also, habe ich nicht gemacht. So. So lacht ein Spieler. Kein ernsthafter Modellbahner. Ist nicht so einfach. Ich habe den zu Hause auf Parallelkreis laufen. Da packt die Kurven besser. Ja, probieren wir nochmal. Der DT800 gehörte nie zu meinen Favoriten. Aber so elegant, wie er hier unterwegs ist, ist er eine Augenweide. Der Erbauer hat allen Grund, stolz zu sein. Und wie sich Revolutz freut. Vorsicht, Arm. Jetzt habe ich ja auch keine Aufgabe mehr, weil jetzt habe ich ja alle Karossen verbaut. Ich hätte gern einen grünen. Hans-Peter Schlatterer macht keine mehr. Ja. Ich habe auch keine Untergestelle mehr. Aber wer weiß. Und verkaufen tust du auch nicht. So was kann man nicht verkaufen. Nee. Aber man weiß nicht. Vielleicht kommt man ein Liebhaber, der sie alle haben will. Da kann man immer noch drüber reden. Steht eh nur im Regal rum. Jetzt nimmt der Vater auf, guck. Da doch ein Schnellwagen. Ein Schnelltriebwagen. Ein Schnelltriebwagen. Ja. Lutz ist halt ein Bastler vor dem Herrn. Man tut, was man kann. Ja, und das tut er gut, muss ich sagen. Also, zum Angucken ist dieses Fahrzeug auf unserer nächsten H0-Ausstellung in Friedrichshafen Anfang November zu bewundern. Und ja, bis dahin hat Revolutz vielleicht noch irgendwas anderes gebaut. Ich weiß ja nicht, oder? Man wird sehen. Man wird sehen, genau. Das war's von dieser Stelle aus. Macht's gut, bis denn und tschüss.